Metal, Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal um meine, ich nenne es mal Hassliebe mit Drama-Content. Auf der einen Seite liebe ich Drama-Content. Ich liebe es, mich damit zu befassen. So, ich liebe alles Mögliche darum, aber auf der anderen Seite, ich hasse Drama-Content, weil einfach alle so Zeppelin sei toxic, merkt was, hat was gegen toxische Leute, so. Ja, es ist einfach so, es werden so viele Leute so hardcore toxisch und asozial gegenüber Drama, was zum Teil einfach komplett fucking nochmal irrelevant und unnütz ist. So klar, es ist irgendwie, ich nenn's mal cool, sich das alles von der Ferne anzuschauen, aber Leute werden da so emotional über die kleinste, behindertste Scheiße und tun so, als wäre das irgendwie ein großer Wiggy, wenn da irgendwie vor 10 Jahren irgendwie wer was minimal falsch gemacht hat, so. Ich komme da nicht so ganz hinter, warum ihr da so übelst sich fucking nochmal bitchy wird, wenn es darum geht, dass irgendwer vor 5 Jahren oder sowas gemacht hat, so. Es ist zwar irgendwie sich nice, das anzuschauen, aber es ist so fucking anstrengend, mit der Community rund um Drama zu dealen. Naja, ich wollte das einfach kurz rauswerden, so. Ich liebe Drama-Content, aber ich hasse ihn. Naja. Danke, dass du dir die, was weiß ich, wie viele Sekunden das hier sind, das finde ich mal gefühlt über eine Minute oder so. Danke, dass ihr das angehört habt. Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich und entbümmelt die Glocke, Hurensohn!